So, jetzt hat er eine neue Runde of Life. Wir sind auf Corona of Life und ja, wir sind aktuell hier gerade im Dingens drin, im Orionsfeld. Wir haben aktuell sogar eine eigene Party und ich hoffe einfach mal, dass das Ganze hier jetzt irgendwie noch schnell funktioniert. Ich wollte auch da mal noch Ding farmen. Wie hieß der Dungeon hier? Diese Onima? Onima, glaube ich, genau. Und es gibt auch noch einen neuen Dungeon, und zwar Famous Peak? Wie auch immer. Genau, was dieser Dungeon so auf sich hat und so, oder was generell das so auf sich hat. Wo ist eigentlich unser Damage? Hallo, Damage ist irgendwie. Ach, RIP. Unsere Buffs sind aus, schön. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum unser Damaging so niedrig ist. So, ich war wieder zu lange AFK. 82k Attack, irgendwas fehlt denn da schon wieder. Was fehlt denn da schon wieder? Irgendwas fehlt, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Okay, Buffs haben wir alle. Also irgendwas fehlt hier gerade definitiv. Was fehlt dann? Ach, die Ding-Buffs, lol. Lol, jetzt, oder? Okay, jetzt ist es besser, genau. Ach, und ich habe die falschen Skills. Oh, lol. Vorbereitung, minus 4. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die Speere. Die, glaube ich, machen ein bisschen mehr Damage, oder? Ah. Ganzes Fenster. So, jetzt aber. Ja, endlich. Jetzt, genau. 3 Millionen Damage. Ich dachte mir gerade schon, war noch schon irgendwie bei ein bisschen mehr Damage irgendwie oder nicht. Genau, so jetzt. 3 bzw. 6 Millionen Damage ist schon ganz in Ordnung. So, kurz den Umhang switchen. Ich habe übrigens den Umhang, wo ich aktuell anhabe, mal mit 7 Interweckt. Na komm. Mann, jetzt leckt doch nicht. What the fuck? Nein, du sollst nicht erwecken, du sollst. Switchen, Mann. What the fuck? Okay, so. Das waren 3 und 2, glaube ich. Oder? Kann das sein? Kurz mal, das Ding müssen in Größe ziehen. Genau, 3 und 2. Okay. Ja, also ich muss momentan sagen, ich bin echt teilweise, also was heißt im Stress, das ist relativ jetzt. Ich meine, ich zocke mit einem Freund relativ viel 7 Days to Die. Also von dem her gesehen bin ich jetzt eher nicht im Stress, aber ich habe momentan einfach so viele Termine, beziehungsweise weil irgendwie andauernd irgendwas ist. Also, lol. Achso, ich dachte gerade schon, what the fuck. Zum Beispiel Montag war ich unterwegs, war ich in München, das Mikro kaufen und so, dann kam leider kein Video. Also normalerweise hätte das Corona Live Video schon am Montag kommen sollen und jetzt ist Mittwoch. Gestern war dann leider Server offline, deswegen musste ich dann eben NoFlife aufnehmen. Und also lief alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass ich das Ganze wieder irgendwie hinkriege, dass es ein bisschen verlässlicher. Dann scheiße. Läuft. Ich habe wieder keine Skills, ich habe wieder keinen Umhang an und kriege einfach mal 4 Stone of Balance. Also irgendwie ist das echt eigenartig, kann das sein? Also ich meine, wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich meine, selbst mit diesem Drop-Umhang droppe ich teilweise um einiges mehr, weniger als ohne Drop-Umhang. Irgendwie ist es teilweise schon echt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Pech ist oder so. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, was das ist. So, naja, auf alle Fälle, dann gestern, also Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, also gestern, heute. Waren hier nochmal diese Heizungsleute da. Das war leider auf zwei. Also die mussten einen neuen Heizkörper einbauen. Hat allerdings 2 Tage gedauert, was richtig Abfuck war. Weil den ganzen Dreck in meinem Zimmer liegen hatte über Nacht und halt den ganzen Tag lang und so. Und vor allem das Zeug gestunken hat. Aber gut. Morgen habe ich da wieder einen Termin, also Donnerstag. Freitag habe ich wieder einen Termin. Samstag, Sonntag habe ich da zum Glück endlich mal keinen Termin. Und ich hoffe einfach mal, dass es dann ein bisschen entspannter wird und einfach weniger stressig. Ich meine, es ist zwar momentan sind keine krassen Termine, wo ich jetzt irgendwie viel machen muss und so, aber es sind trotzdem Termine, wo ich irgendwie ja, mich irgendwie vorbereiten muss oder halt irgendwie oder irgendwas Bestimmtes vorbereiten muss, um das mal zu verallgemeinern. Also halt entweder zum Beispiel, keine Ahnung, Zimmer ausräumen oder halt irgendwie sauber machen oder dann halt dann irgendwie. Für morgen muss ich nochmal ein paar Dinger schreiben, ein paar E-Mails. Für übermorgen muss ich auch nochmal schauen, dass ich mich da irgendwie vorbereite und so. Das ist echt, momentan echt irgendwie, das ist ziemlich einfach nervig irgendwie. So keine wirklich schlimmen Sachen und so, aber halt irgendwie so nervige, blöde, scheiß Sachen irgendwie. Das ist.
regt mich irgendwie momentan echt ziemlich auf, aber naja. Kann man da nicht ändern. Ich find's einfach nur super nervig. Und ich hoffe einfach mal, dass das Ganze dann bald mal wieder sich ein bisschen entspannt, die Lage. Und deswegen. Ja, mal schauen. Nur für den Fall, dass ihr euch gerade die ganze Zeit denkt, warum kommt da so wenig? Da war noch ein 2K-Abo-Special angekündigt. Wann kommt das und so? Wie gesagt, momentan. Ja, momentan. Entweder komme ich nicht dazu oder bin ich dann entweder einfach. So fertig oder gestresst, dass ich dann irgendwie auch keine Lust mehr habe, dass ich sage, keine Ahnung, ich setze mich da jetzt nochmal, keine Ahnung, wie viele Stunden hin und so, weil das dauert natürlich dann schon auch ewig wieder, deswegen, naja. Okay, so, Orionsbelt, mal kurz schnell schauen. Ich hoffe, dass das Ganze irgendwie, Uni meine ich Orionsbelt. Ich weiß nicht genau, wie schwer es der Dungeon ist, keine Ahnung. Es sieht auf alle Fälle schon mal richtig geil aus. Deswegen, na, let's go. So, Onima Cave. Hahaha. Von 150 bis 150. Geil. Das heißt, kein Ringmaster. Schön. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Ding? LOL. Was sind denn. Machen die Damage? Machst du Damage? Miss? LOL. Ja, geil. Oh lol, oh mein Gott. Der Dungeon war es also, okay. Gut zu wissen. Ja, ich denke mal, den Dungeon. Wobei, ein Upcut. Aber trotzdem, ich denke mal, den Dungeon werden wir mal safe lassen. Und nicht machen. Ich meine, schau mal es an. Holy moly. Wie viel von diesen Mobs einfach mal rumstehen. Du musst im Prinzip einfach mal Eva Storm reinballern. Hier, wollen wir dann. Wir haben nicht mehr da. Brauchst du im Prinzip die ganze Zeit Eva Storm. Den hier. Um dann hier wirklich dann zu clearen. Also, naja. Und vor allem Dauerheal oder was weiß ich. Also. Solo glaube ich nicht wirklich gut machbar. Deswegen, mal schauen. So, naja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle, wir gehen erstmal wieder in Richtung Orions Belt. Was ist das für ein Dungeon? Das sieht so krass aus. Sieht richtig krass aus. Kurz mal testen. Komme ich da rein? Nein, 150 bis 150. Machst du Damage? Oh, du machst Damage, ja. Okay. Ist okay. Beruhig dich wieder, du Kackmob. Lol. 10k Crit Block, nur Block. Holy moly. Wir bleiben Orions. Holy shit. Das Ding eskaliert ja minimal. Lol, Alter. Ich dachte mir gerade, ich trifft's da. Alter, 10k Crit Block. Also Block, nur Block, Block, Block. Lol. Das ist echt ordentlich, also. Ja. Hat was. Die Dinge hauen gut, der Match. Hätte ich jetzt exakt nicht erwartet. Ich dachte mir jetzt irgendwie so, naja, okay, keine Ahnung. Das wird jetzt irgendwie so. Vielleicht schon ein bisschen Damage machen und so, aber es ist halt irgendwie nicht so krass und. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber. Doch, ja, die hauen gut rein. So. Ja, momentan wir haben jetzt echt schon einige Monate Corona of Life. Ich werde es auch generell weiterführen. Definitiv. Okay, so. Leider war gerade Drop nicht zu sehen, waren 4 Stone of Balance und 5 Stone of Balance und ein Superior Wake Scroll. Okay. Ah, oh, und die Skills sind schon wieder aus, Mann. Aber wie mich's ankotzt. Oh, diese Dreckskills. Super nervig, weil ich meine. So, jetzt lief der auch noch. Nice. Nee, einfach super nervig, weil hier irgendwie. Jetzt für den Füller, deswegen mache ich weniger Damage. Weil mir die Skills irgendwie, die Skills nicht so lang oder so lang stapeln kann. Regt mich einfach nur mega auf. Also man kann schon länger stapeln und so, aber man kann halt die eben nicht mit einem Klick dann öfter stapeln, sondern muss er dann eben das Skill 50 mal aktivieren, um dann irgendwie eine Minute zu haben. Naja, nicht ganz so extrem, aber. Seht ihr das gerade? Ich habe nix an und drop weniger. Ey, ich habe alles an und habe zwei Stone of Balance und einen
Und eine Superior Wax Call. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Also, ich verstehe das Ganze nicht, ganz im Ernst. Ohne diesen Umhang. Oder mit diesem anderen Umhang hier, mit diesem Donate-Umhang. Wahrscheinlich ist der Donate-Umhang irgendwie so gebufft oder was weiß ich. Oder irgendwie. Vielleicht hat er irgendeinen Effekt oder so drauf. Einen inoffiziellen Effekt, sag ich jetzt mal. Dass der irgendwie die Droprate erhöht. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, Donate-Sachen sind ja meistens irgendwie noch so ein bisschen. Oder manchmal so ein bisschen. Ja. Die bringen dann irgendwie so auf einmal Effekte oder so. So Effekte, die nicht dran stehen und so. Kennen wir aus manchen Games. Auf manchen Servern auch hier, auf manchen Live-Servern. Dass dann zum Beispiel eine Dings-Scroll hier, zum Beispiel eine Premium-Scroll oder so. Habe ich damals vor langer Zeit auf dem Server gespielt. Auf einmal irgendwie die Droprate erhöht, was nicht dran stand. Und die User denken sich so: Naja, irgendwie mit der Scroll und so droppt mir auf einmal mehr. Keiner wusste, wie viel und ob es eine Einbildung ist oder nicht. Und ja. Deswegen. Die Admins haben sich damals nie geäußert und haben sich natürlich dann gefreut, dass dann einfach die Leute dann die Premium-Scrolls gekauft haben und es ausprobiert haben. Ich meine, für den Admin ein super Geschäft. Für die User, naja, ein bisschen beschiss auf alle Fälle. Weil, ich meine, irgendwie sollte man schon das Ganze ausweisen. Also, wie auch immer. So, ich will jetzt mal eigentlich nicht sterben. Habe ich zumindest gerade nicht vor. Und ja, also wie gesagt, mit diesem Trailer und so, momentan ist es echt blöd. Viel zu viel Stress. Ich habe einfach keine Zeit für irgendwas momentan. Das ist echt super nervig. Und wenn ich halt dann irgendwie zu Hause bin und so, dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, einfach noch ein bisschen zocken und irgendwie jetzt nicht großartig dann noch Videos machen und so. Das ist echt aktuell ein bisschen problematisch. Ich überlege auch momentan noch so ein bisschen noch mehr Geld zu investieren in das ganze Ding da. Haben wir mal überlegt, generell dieses Adobe Paket mal zu holen für 60 € oder so im Monat. Ist natürlich viel Geld und das jeden Monat halt irgendwie 60 € ist halt irgendwie. Ja, schon verdammt viel Geld. Also, ich meine, im Jahr sind das 713 Euro, glaube ich, insgesamt. Was schon eine beachtliche Menge ist. Also, deswegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist halt einfach sau viel, was das Ganze kostet. Und deswegen. Naja, okay. So, nach dem Scheiß durchgeschaut vorher. Irgendwie neuen Schmuck gibt's da. Lol. Warte mal, es gibt einen neuen Schmuck. Ach ja, logisch, klar gibt's neuen Schmuck. Deckschmuck, STR-Schmuck, oder? STR-Schmuck? Ja, STR-Schmuck. Also muss man auf alle Fälle dann ewig lang wieder farmen und so. Und es dauert wieder ewig und boah. Definitiv ein richtiger Spaß, was haben wir hier noch gekriegt. Ach ja, die Boots haben wir. Ach stimmt, wir waren noch die Gaunts, die Lipin Gaunts. Die Mystical. Mystical Lipin Gaunts heißen die, genau. Lipin Helm. Ach so, Mystical ist dann quasi das. Ah, okay. Jetzt habe ich gerade erst verstanden, auf was das eine Anspielung ist. Lol. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ich beende meine Folge. Ein Buffpad wäre zwar noch immer noch geil, aber es kostet momentan einfach viel zu viel. Und ich meine, zu viel habe ich momentan. Wobei, 51 Pering geht eigentlich. Na, bin mir nicht sicher. Mal schauen. Naja, gut, wie dem auch sei. Auf alle Fälle sagen wir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.